Jetzt klickst du mit der linken Taste fest. Rechts kannst du das drehen. Genau. Jetzt klebst du fest. Passt. Siehst du, das kannst du jetzt mit jedem machen. Das ist raffiniert. Schaut überhaupt gut aus. Also hier gehört es nicht her. Na, sie müssen sich verfärben, dann passen sie zusammen. Genau. Nimm mal die Maus. Also hier stellst du ein, wie viele Teile das Puzzle hat. Mhm. Da kannst du die Zeit einstellen, wie lange du brauchen darfst. Und da drüben sind halt die verschiedenen Symbole, die du zusammensetzen kannst. Da lass mich jetzt wieder. Ich glaube, ich hab's hier gleich. Am Schluss geht's immer leichter. Nein, 2 Minuten war ja nicht schwer. Aber wenn man es in der Zeit nicht schafft, fällt alles wieder auseinander. So, hier kommt das letzte Eck. Fertig. Na toll, wirklich.